So, servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu dieser Folge Automobilista 2. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, natürlich schnabonieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, adopt und follow, sagt hallo. Das würde mich sehr, sehr freuen und kostet euch alles gar nichts. Und irgendwann vielleicht hilft es mir beim Wachstum. Also, Automobilista 2, let's go. Gut. Das ist erledigt. Dann stelle ich kurz mal um den Stream. Paar Runden mit Techni drehen in Techni, passt ja, Spiel sieht man ja eh. Automobilista 2. Fertig. Habe ich. Der Tweet lohnt sich jetzt gar nicht für die Stunde oder so. Oder für ein paar Minuten. Gut, ich muss auch aufbauen. Ich gehe kurz Antwort mit dem Kissen, ja. Wäschst du, oder? Ja, was willst du machen? Profi am Start hier. Ja, so ist es halt. Abmod, Antwort von dem einen, von dem anderen. Alles rucki-zucki hier. Keine Pause. Eine Sekunde schnaufen hier. So, ich schalte kurz um auf Wireless. Okay, dann kann ich mich zumindest ein bisschen bewegen. Ich muss ein bisschen Platz schaffen hier. Kurz Lenkrad hin. Ich muss mich auch wieder umziehen und alles. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss schauen, dass nicht alles sitzt. Ach Gottes Willen. Das ist ja Katastrophe. So, erst einmal Mikrofon umschrauben. Moment. Mikrofon umschrauben. Das eine Kabel. Das andere Kabel. Das Trinken hier weg, das Trinken dahin. So, also nur Stress mit diesem Techni. Uschikus da, Technikus. Also ich meine, also wieder was? So, aber nice. Zum Glück, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, ich hätte es mir nur früher gewünscht. Weil als ich zu dir Racing gesagt habe, einmal fangen meine Augen an zu drehen. Weil sie wissen, was sie erwartet. Oh. Ja, Rhythmus wird jetzt ungefähr, glaube ich, so bleiben. Mal gucken. Na? Kann ich das hier auch schrauben? Ja, gleiches Gewinde, okay. Gleiches Gewinde. Okay. Mikrofon ist umgebaut. So. Gott, was muss ich denn alles hier hin machen? Das muss ich hier hin machen. Tastatur aus der Küche muss ich hier holen, hier hinbauen. Moment. Aus der Küche Tastatur hier. Hier muss ich da hinklatschen. So. Das kommt dahin. Dann muss ich die Kamera verschieben, das Lenkrad. Das Lenk. Ich muss dann auch schauen, dass ich in jeder Szene das Ding wegmache. Die Quellen. Oh, yeah. Gut. Okay. Lenkrad. So, okay. Ich muss generell schauen, wie ich das hinkriege, ob das passt, technisch mit dem ganzen Stuff hier. Aber quer schon hinkriegen. Ich habe ja schon eine gewisse Routine drin. Aua. Ach so, warte. Jetzt mal anstecken hier. Kurz habe ich das wieder rüber getan. Zack. Das hier. Darüber. Bitteschön.
das nicht mehr drüber eigentlich? Oder ist das wegen dem... Deswegen den 10.000. So. Okay, aber 8,5 Stunden Diablo-Content passt. Haben wir wieder ein bisschen die Diabolaner befriedigt. Und mein Diablo. Das ist ja okay, passt. Soll ich sagen, meine Diablo-Sucht, soll ich sagen, aber habe ich ja gar nicht. So. Weiß nicht, ob Olli da ist, aber der hat bestimmt schon zugehört. Der schaut, glaube ich, Olli schaut alle Rahmenrennen oder so bei Baku. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so möglich, aber ich kann hier schreiben. Bin ja da. Das ist angesteckt. Wow! Alter, hab ich voll gekickt, das Teil. Das ist ein Wichser, ey. So, mal kurz umziehen. Okay. So, muss ich kurz raus. So, also er schreibt schon. Ja, sehe es gerade. Leider bin ich gerade unterwegs, sonst hätte ich mir. Ah ja, alles gut. Dann mindest du, ja, dann Grüße. Ist nicht schlimm, wir machen kurz. So, 7 Stunden, meinte Techni. Er sagt, er muss nur kurz weg um 7. Von daher rein da. Schlimmste ist gerade, dass meine Medikamente alle nachlassen. So, ich habe noch gesagt, das Schlimmste ist gerade, dass meine Medikamente alle nachlassen. Aber, was kann ich mir denn kurz reinziehen? Irgendwie Joghurt, den habe ich ja alles gar nicht. Ja, egal, ich dann später. Oh. Dann essen wir noch. Wann ist denn Quali? So, muss mal kurz, ja, ich kann kurz aufs andere Mikro gehen, Moment.
Achso, ich quatsche die ganze Zeit mit euch. Ja, nee, das Mikro ist aus, weil ich habe darum gebaut. Ich habe gemeint, ich habe jetzt mit die Kamera eingestellt. Dankeschön, Dankeschön. Ihr müsst mich nachher daran erinnern, dass ich sie wieder ausmachen muss, weil ich habe sie gerade wieder komplett full an. Kann sein, dass es halt Bluescreen gibt. Letztes Mal war es nach 20 Stunden, aber ja, jetzt sollte es nun mal nicht sein. Ja, ich habe gequatscht die ganze Zeit. Ich habe gequatscht die ganze Zeit. Was soll ich machen? Bin nicht mehr der Hellste. So, okay. So, ich mache alles mal hier aus in allen anderen Szenen. So, das hier. Mainscreen. Das. Line. Das. Mainscreen. So, jetzt hier müsste ich nur das hier ausmachen. Ich hatte es aber letztens auch angelassen, eigentlich. Ich weiß ja nicht, was da unten ist. Stört ja nicht. Da muss man schauen. Okay, gucken wir mal. So, ich habe, glaube ich, alles soweit fertig. Licht ist jetzt auch nicht so geil. Aber was soll ich machen? Die Schnelle jetzt hier. So. Gut. Headset rein. Bist du schon im Diski? Techni? Ja, bist du schon. Bist du schon im Diski? Ja. Ja, bist du schon. Wow, was habe ich jetzt für einen Surround-Sound von dir? Main, oder? Achso, noch ein zweites Mikrofon an. Nee. Vielleicht im Wow. Stream. Wow. Wow, okay. Sexy, oder was? Ah, total räumlich. Wie räumlich? Ja, kann ich nicht beschreiben. Es ist so wie immer. Boah. Sprach-Video-Chat. Ja, wie immer halt, ja. Na gut, ne, ist ja auch in Ordnung. Aber nicht räumlich, ich bin doch Dreck vor der Fresse. Über was hörst du mich denn? Ich habe gerade nachgeschaut, ganz normal. Okay. Ist es direkt der gleiche Ton wie im Stream normalerweise? Nee, aber weiß ich nicht. Ich höre den Stream ja sonst nicht direkt auf den Ohren, ne, mit Headset. Aber das klingt schon anders. Besser, schlechter? Ja, räumlich, als wenn du im Studio, in einem Studio sitzt und ein bisschen Hall drin ist. Bisschen Reverb. Machst mir jetzt echt Sorgen um Probleme. Ich habe, muss ich. Nee, ist gut so. Ist gut so. Wenn ich gleich im Wie Auto sitze, passt das wieder. ist denn der Stream eigentlich zum Vergleich zu sonst? Weil ich hatte ja vorgestern hatte ich ja Bluescreen und ich habe eigentlich alles so gelassen, wie es ist. Es ist Also keine im Veränderung Stream habe eigentlich. ich nichts, keinen Unterschied gemerkt. Jetzt, wo ich dich auf dem Ohr habe. Dann rauche ich noch schnell eine. Bist du. Ich bin eigentlich durch. Ja, dann mach dir auch keine Gedanken. Ist super. Ich bin nur ein bisschen überrascht, weil es ja echt komplett anders klingt, als ich es die letzten Ich 2 Wochen mache gewohnt mir war. Sorgen. Nee, mach dir keine Sorgen. Warte mal, ist das das normale Mikrofon hier? Ja, Mach's mich ist fertig. auch. Nein, ist Das alles muss gut. immer Ist alles alles gut. perfekt sein Es ist hier. perfekt. Drecksau. Es war noch nie perfekt hier. So. Okay, na gut, dann hat Technik komische Sachen, Dinge gehört, oder? Ja, einfach mal reingehen, oder? In das Spiel. Mein Lenkwinkel ist komplett verändert für Formel 1. Mal schauen, wie das hier ist. Ja, wie ich hier fahren kann. Gut, schön, dass im Stream alles fein ist, dann passt das, ja. Ist eigentlich schon alles eingestellt? Ich muss nur schauen, wie ich die ganzen Sachen wahrnehme, weil meine Medikamente lassen komplett nach gerade. Also die Wirkung lässt nach. Die Nebenwirkungen, die sind eben mal so ein bisschen da. Ja, ich müsste auch eigentlich erst eine Flasche Wein trinken, bevor ich fahre. Drink and drive, ne? Unser Motto, Kappa. Was denn sonst hier? Man kennt's.
Jo, ich werde nicht so lang da sein. Ich glaube, dass ich nach dem Quali, falls ich schaffe, das Quali zu sehen, werde ich mich danach hinlegen. Olli, vielleicht passt es ja morgen. Aber morgen ist ja Rennen erstmal, ne? Morgen ist Rennen. 11:30 Uhr ist Vorberichterstattung. Rennen fängt früher an, morgen. Ja, da bin ich ja eh raus. Gucken wir mal. Fahren wir jetzt ein Stündchen mal und. Da bist du jetzt gebucht bis 16 Uhr. Jetzt kannst du prügeln hier. So. Schon um 13 Uhr, krass, gell? Ich weiß nicht, also ich würde das ungern jetzt ausprobieren, aber es gab, ich glaube, Ende letzter Woche oder so. Ciao, Olli, vielleicht können wir es ja morgen Abend schaffen, dass wir ja nochmal zu dritt oder mit mehreren fahren. Olli, see you on the track. Es gab, ich glaube, Ende letzter Woche gab es ein Patch bei Automobilista, wo die Physiken der F1-Fahrzeuge angepasst haben. What? Reiner oder was? Ja, aber nicht jetzt, bitte. Boah. Jetzt machen wir eine halbe Stunde F1 und dann bin ich glücklich und nachher kann wir jeden anderen Mist Ja, hier du hast fahren. so viel Formel 1 gefahren die Woche. Ich habe gesehen, ich bin erst bei Tag 3 am Computer. Also ich bin erst am Tag 3. Ich dachte, es war gar nicht so viel. Also dreimal. So ist denn der Stream jetzt aus bei dem Le Mans. Ach so, Road to Le Mans. Oh Scheiße. Ja, das ist doch das Support-Rennen, das da gerade läuft, ne? Ach so, okay, gut. Also Multiplayer. Multiplayer und ich guck gerade wegen Fahrzeug. Schau mal, schau mal. Ich muss kurz den Puls wieder anmachen. Also ich wäre für eine der 82. GT-Klassen. Ja, das bist du immer. GT1 oder GT3. Wobei 84. GT3 hat mir letztens gar nicht so gut gefallen. Mir ist egal, ich fahre alles, Hauptsache ein bisschen Racing, weißt du? Ja, fahr mal GT1. Neu erstellen. GT1 sagst du? Hätte ich ja. GT1 habe ich. Was nicht Gut, und. schon 20 Mal gefahren? Ja, man muss sich doch mal auf was festlegen. Hätte. Nicht immer hier random. Ich bin immer noch wach. Seit Mitternacht, glaube ich. Du warst, glaube ich, schon pennen. Hab Diablo bis jetzt gespielt. Jetzt mit Techni Racing, dann Essen, Qualifying, Schlafen. V-Rising Server musst du noch irgendwo einbauen. Wieso Server? Was ich gestern geguckt habe, war nicht verfügbar. Es gab wieder ein Update. Aber ich wollte dich nicht stressen. Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Na gut, machen wir das später. Während des Essens, des Rennens halt so. Gemütlich. Ja, was ist mit Strecke? Interlagos. Ja, ist doch super. Interlagos. Schon wieder? Ach, diese. Ja, dann such du eine Strecke aus. Aber immer eine neue ist ja echt schwierig. Aber Interlagos ist halt. Es ist nett, aber. Ja. Ach, du willst immer die gleiche Strecke mit gleichem Auto fahren, oder was? Ja, ich will mal Progress machen und dann mich ans Auto gewöhnen und vielleicht mal Setup basteln. Setup will er basteln. Ja. Der andere geht ab. Ich dachte, das war Ja, jetzt hier ja. Go-Kart. Hier. Da direkt die Depri-Runde. Direkt da so anfangen. Soll ich eine nehmen, die wir schon hatten, oder soll ich Nein, such mal eine aus. Es dauert aber dann halt, ne, bis wir drin sind. Also ich könnte Montreal nehmen, was wir schon hatten. Interlagos hatten wir Wo jetzt auch schon. du Bock drauf hast. Ich habe jetzt die Fahrzeugklasse entschieden, dann suchst du jetzt die Strecke aus. Ist doch Wir machen fair. es andersrum. Komm, wir resetten nochmal alles und würfeln es nochmal neu aus. Ja, dann nimmst du wieder den Formel-1-Wagen und bist nicht happy. Ist auch nicht gut.
gibt's denn da Schönes? Sollen wir was nehmen, was wir schon hatten? Oder? Gab's Dingsbungs? Monster? Ja, sind wir noch, oder? Weiß ich nicht. Sind wir schon? Ja. Oder Spa sind wir gefahren. Monster sind wir gefahren. Sowas würde ich. Also Montreal. Ja, nimm Spa oder Monster? Monster? Okay. Monster. Ja. Falls wir haben. Ich habe nämlich Montreal hier. Ich weiß nicht, wie Monster heißt hier. Land. Ach so, warte. Italien. Da gibt es nur Imola. Wir wären Monster gefahren. Nee, wir sind wir nicht gefahren. Da sind wir Spa gefahren. Doch, wir sind Monster gefahren. Auf jeden Fall. Ich entsinne mich. Italien im... Stopp! Was? Imola, warte. Land, Italien. Doch, hier unten ist Monster, warte. Nee, warte, hier ist Imola. Verschiedene Versionen. Unten ist hier Go-Kart. Nö, es gibt kein Imola hier. Nee, kein Monster, meinst du? Meine ich ja. Aber sind wir doch gefahren. Nee, wir sind in Montreal gefahren. Ja gut, okay. Dann wie heißt denn die... Ja, das geht. Ich habe ja sortiert hier nach Ding. Was ist denn hier? An 88. Wir fahren aktuelle, okay. Gut. Dann machen wir Montreal aktuelle. So, da müssen wir noch schauen. Wegen wie viel Computer und sowas? Kontrahenteneinstellung. Maximale Startfeldergröße 100. Maximal Anzahl menschlicher Gegner 2. Mit Gegner mit KI auffüllen, ja. Kontrahentenstärke 80, Kontrahentenaggression. Wir machen mal Low, da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Auf 0 oder was? Okay. Was ist das? Ja, gut. Na gut, dann weiß ich wenigstens, dass du das warst, wenn mir einer hinten reinfährt. Ja, richtig. Ich mach 30, komm. Ich habe jetzt mal 10 gemacht. Dass wir ein bisschen Action noch haben. Also es sind sowieso nur 7. Habe ich. Einladen. Achso, das geht wieder nicht. Richtig. Ach so. Letztes Mal die, Freundesliste hat 30% CPU verbraucht. Deswegen hat es auch geruckelt. Kannst du dir nicht vorstellen. Bei Formel 1, ne? Das hatte ich irgendwie mitbekommen. Ja, aber generell hat die Freundesliste von Steam so viel verbraucht. Hab dich eingeladen. Bist du eh schon da? Bin jetzt da. Moment, ich muss noch ein Fahrzeug aussuchen. Achso, ich hab das Ding noch nicht eingestellt. Sitzungseinstellungen. Warte mal. Sitzungseinstellungen. Da. Training an. Achso, ich kann es gar nicht bearbeiten, oder was? Doch. Dauer 24 Stunden, ja. Das kann man nicht skippen hier, gell? Da machen wir eine halbe Stunde, oder? Halbe Stunde Training? Nee, ist zu viel. 15 Minuten. Müssen wir mal gucken, ob man Training. Das nicht skippen kann. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Bei Formel 1 geht's. Startzeit 0 Uhr machen wir auf keinen Fall. Wir machen 15 Uhr. Echtzeitverlauf. Echtzeit Wetter. Nee. Wetter. Klar. So. 15 Minuten Startzeit. Ja. Qualifikation auch an. Das ist 10 Minuten. Startzeit auch 15 Uhr. Okay. Willst du 15 Minuten Training haben? Ja. Wir müssen ja noch ein paar Runden fahren können. Ja. Und wie ist das Rennen? 11 Runden, ja okay, passt ja auch. Gut. Also 15, 10, 11, ja? Zufrieden? Alles klar. Ich bin zufrieden. Für Start stimmen. Ich muss noch schauen, ob mein Lenkrad gut konfiguriert ist, weil ich habe es ja für Formel 1 umgestellt. Ob ich jetzt da auch... Das Training ja für, ne? Dann kann ich mich in der Zeit einfahren. Genau, exactly. Ja gut, ich muss mich da bei der Strecke nicht einfahren. Ich bin ja Profi. Ja, okay. Erst im Schlaf, ne? Ja. Na klar. Yo.
krass laut, Alter. Aber schön, dich wieder zu hören, Techni. Wie geht's dir eigentlich? Ja, heute keine Probleme mit der Rübe. So muss das sein. Hallo. Also wenn da einer im Weg steht, ich bin's nicht. Oh, ich würde halt gerne den Lenkwinkel im Spiel. Kann man Lenkwinkel im Spiel auch ändern? Glaube schon. Ich glaube, du kommst in die Option rein, ja. Weiß aber nicht. Weil der ist das jetzt nicht mehr synchron hier, was das mein Lenkrad angeht. Ich muss kurz die Kamera hier ausmachen eigentlich. Wie meine es jetzt? Komme ich jetzt überhaupt dahin? Ich würde die andere Kamera ausmachen wegen der Geschwindigkeit. Warte, darf ich stehen bleiben? Nicht? Sterbe ich dann? Oder krieg ich. Aua, ey, ich muss. Alles tue ich hier anschlagen, sag ich dir. Hier. Jetzt halt. Weil das, die Lenkung ist halt nicht mehr die gleiche Lenkung, die ich halt hier habe, weißt du? Das ist so blöd. Ja. In einem Winkel. Geräusche wieder schaltet. Wo? Also ich hab ja. Achso, ich habe ja gar keinen Widerstand. Nur so oder was? Okay, das ist glaube ich zu wie. Also okay, das ist echt lol. Wie ist denn das Auto eingestellt? Was sieht man das denn? Tunen? Steuerung. Konfiguration aus Feedback, Kontrollschema getrennt, manuell, Konfiguration, Todesdienster, Zuweisung bearbeiten. Gibt es wirklich ein Ding? Eine. Was? Dass du den Lenkradwinkel einstellen kannst? Sicher? Warte, ich halt mal an. Also, ich habe das nicht. Option, Steuerung, Konfiguration, Todzone, Lenkung, Empfindlichkeit, Lenkung. Das gibt's, glaube ich, im Spiel so. Aus Feedback Gain. Nee, gell? Das gibt es nicht. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das habe ich bis jetzt noch so nicht in keinem Spiel gesehen, außer im. Nee, dann war es normalerweise nicht. Muss es halt hier machen. Ich habe 310. Muss, glaube ich, voll aufdrehen und dann tut es das supporten. Oder ich mache 560. So. Ich fahre mal weiter. Genau, fahr weiter. Fortfahren. Laut, ne? Nee, bei mir nicht. Oh. Aber ich höre deinen Stream auch nicht. Ich muss auf jeden Fall umstellen, Leute. Kann sein, dass wir das neu starten müssen, weil er hat das, glaube ich, eine Katastrophe. Ich lenke halt ein bisschen, lenke fast voll ein, das ist halt schwierig. Achso, er hat gar nicht übernommen. Jo, übernehmen. 560, ja, lasse ich mal auf das Ding. Alles wieder zurückgestellt. Ja, okay, er stellt es wieder zurück. Ich kann es nicht ändern, ich muss nur mal raus. Okay. Also, ich ändere das im Windows und wenn ich ins Spiel wieder reingehe, tue das wieder zurück ändern. Das tut mir leid, ich habe das Settings vergessen. Ja, ich verlasse. Warte mal, der 4 schon was passiert. Mann, da war ich gerade eingefahren. Ich hoffe, schaust du nie wieder.
Alle vier geht gar nicht. Was ist das für ein Spiel? Das geht gar nicht. Was geht nicht? Ja, alte 4 geht nicht. Kannst du nicht vorstellen. Das ist ja Katastrophe. Wie kann man im Spiel alte 4 nicht gehen? Ja. Was ist denn das? Die Hälfte von 1080 ist 560 oder was? Nie. 480. Immer 500. So. Okay. Das hat es so gespeichert, wie es am Anfang halt war. Gut. Aber die Einstellungen bleiben, glaube ich, zum Glück. Vielleicht musst du im Spiel jetzt nochmal neu kalibrieren. Ach so, nö, das bleibt eigentlich. Ich schaue jetzt gleich mal, ich starte mal einfach mal. Also, wo kann man denn das gleiche nochmal fahren? Einfach so fahren, oder? Einzelrennen ist, glaube ich, das schnellste, oder? Da rauche ich mir doch nochmal eine, ne? Genau, entspann dich noch ein bisschen. Ist das immer so ein bisschen wild mit so? Das ist immer viel Konfiguration. Selbst beim Formel 1 hatten wir eine Stunde konfiguriert vorher. Einfach Zeit fahren oder was? Muss ich gehen oder wie? Einzelrennen. Ich habe auch gar kein Auto ausgewählt vorher bewusst. Strecke. Was haben wir gehabt? Monaco? Nee. Montreal. Habe ich. Einfach fahren, komm. Jetzt mal Zeitrennen gemacht. Vielleicht kann man einfach fahren. Welt 1:25.720. Ja, kein Problem. 10 Minuten schaffe ich. Easy. Ah ja, okay. Habt ihr meinen Lenkrad so eingestellt auf 1080 oder was? Generell einfach? Ja, ich sag ja, neu kalibrieren. Okay, das geht ja nur so. Hä? Das ist total falsch. Naja, ich weiß warum. Also ich tue das auf normal Ding und dann passt das schon. Dann ist es wie in echt. Alles gut. Wir haben es da eingestellt, dass es wie realistisch ist. Dann kann ich es ja normal einstellen. So. Okay, Eigenschaften. Jo, dann nimmt er das. Er liest halt die Originaldaten aus. Das passt dann schon. Muss ja nicht kalibrieren dann. So. Kann ich dann. Ich kann dann irgendwann mal ein bisschen rumprobieren. Wenn ich ein bisschen Zeit habe. Wie ich es am besten denke, weil 1080 ist mir persönlich zu viel, aber ich will, dass die Lenkbewegung passt zu dem Ganzen. Also bei mir passt es out of the box irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe nichts eingestellt, aber es ist synchron zum Fahren. Genau, hatte ich ja auch. Ist bei mir jetzt auch wieder so. Nur ist es zu viel zu lenken. Finde ich. Hola und? So ein bisschen arbeiten. Reinschwitzen. Ja, mache ich sowieso, aber nicht jetzt. So. Nach gestern, hey, war es echt wild hier. Gestern war es schlimm. Ja, das habe ich gehört. Dass sie einfach 4 Wochen aus dem System gelöscht haben, so habe ich nie da gewesen, wenn nie existiert hätte, die 4 Wochen. Einfach, ja. Mich gibt's nicht. Sie existieren ganz nicht. Ja. Aber ich bin doch hier. Ja. Nö. Ich bin doch hier. Ja, das sieht doch gut aus. Also wenn ich es so mittig habe, ist es noch ein bisschen mehr. Aber das passt schon so. So, okay.
Ja, wird schon passen. Wird schon passen. Jo. Gut, dann nochmal. Muss mir das halt nur merken, die Settings. Für die Spiele. War halt immer schon ein bisschen viel am PC mal umstellen fürs Fahren. Und sonst, wenn du zwei Spiele spielst, musst du das immer umstellen. Ja, am besten bleibst du bei einem Spiel. Und das Automobil ist da. So. Ich lasse einfach so alles. Das ist eigentlich richtig. Kannst du die anderen nehmen oder muss ich neu einladen? Ich versuch mal. Ich denke, das. Dann welches Auto haben wir denn für gut empfunden? Also ich bin gerade mit dem Mercedes gefahren und der hat mir sehr gut gefallen. Nee, ich brauche eine neue Einladung. Jawohl, kriegen wir hin. Habe ich. Jo, ist angekommen. Zack. Jo. Ich habe jetzt auch Mercedes. Ah, okay, warte, dann passe ich eben nur mein Design an. Lackierungswahl? Ja. Das ist ja wild. Okay. Was nehmen wir denn hier? Ich nehme mir den Silberblau. Was steht da drauf? Ich weiß ja nicht, warum immer steht 2 von 3 Fahrer. Keine Ahnung. Ach, noch 2 zusätzliche Menschen oder was? So. Kann es sein? Wenn ich auf echte Fahrer gehe, gehe ich auf 2 und dachte ich halt 2 insgesamt. Aber es sind vielleicht 2 zusätzliche? Ja. Wie viele echte Fahrer dürfen es sein? 2. Warte auf den dritten. Wie jetzt? Ja, 2. Ja, warte auf den dritten. Warum? Wo denn? Wer denn? Der durch. So. Bist du schon vor mir losgefahren? Das war schon vor. Da ich der Host bin, sogar vor mir war das Ding da, das Bild. Schnell geklickt. Aber ich bin hier in irgendwem drin. Ja, im Gregory irgendwas. Boah, ist das die Sicht vom Ding? Ich sehe das Lenkrad gar nicht. Ist das die Sicht vom Mercedes? Ja. Ich bin irgendwie oben in der Motorhaube. Ist das richtig? Aber du kannst den Sitz runter, ne? Mit, ich glaube, WASD kannst du den Sitz verstellen. Ja, aber das ist das erste Auto, was so ist. Ich habe einen grünen Silberpfeil, sage ich dir. Ich habe einen grünen Silberfisch. Ich merke gerade, Force Feedback ist hier viel höher. Und verwirrende Formel 1 hier. Wow! Hey, wenn du da bummst, dann bummst ich alle hier. Ja, was ist das denn? Also ich habe bei Formel 1 auch ewig gebraucht, um es einzustellen, richtig? Boah, Force Feedback ist krass hier. Alter. Boah, du bremst aber später mal. Boah, nicht 100 oder was? Nee. Achso. An das Spiel, an das Auto. Wo war ich denn am Bremsen? Ja. Soll ich gar nicht Gas geben, oder was? Boah. Oh Gott. Früher alles, oder was? Geil, Mann. Schalten, oder? Und 50? Boah. Ja, was soll ich sagen? 150 habe ich versucht halt jetzt.
Dann hast du da dich beschweren hier. Mach 100 jetzt hier. Hier ist es zu spät, 100. Jo! Oh nein! Wir müssten den Le Mans Special rausbringen. Dieses Wochenende. Aber die Strecke gibt's doch, oder? Aber ich mag die Strecke hier, die ist cool. Ja, Monza ist ja so ähnlich, deswegen wollte ich ja diese klassischen Strecken haben, weißt du? Ich feiere die halt total. Ist bei dir die Sicht echt so, ohne Scheiß? Bisschen tiefer. Ich weiß gerade nur nicht, welche Tastenbelegung hoch runter der Sitz ist. Ich lasse es jetzt so. Ich meine jetzt nur, weil wir noch nie ein Auto gefahren sind, was so ist. Und ich bin jetzt nie gefahren, ist der Mercedes. Bis jetzt habe ich halt immer das Lenker komplett gesehen. Oder habe ich irgendwas gedrückt aus Versehen? Sein muss so. Also, ich sitze tiefer. Bei mir passt es auch perfekt. Also. Ich mal kurz ziehen, links, rechts schauen. Das nach hinten schauen und die Tasten drücken das hier. Ach, wow, okay. Warte. Okay, das ist wild. Oh Gott, okay, das. Was, wie willst du denn so fahren? Das ist ja poff. 270. Jetzt hier Helmkamera. Boah, der Sound. Jetzt Helmkamera Main auf einmal. Beim VR muss man doch eigentlich beim Autofahren nicht viel machen, oder? Dann muss man einfach sitzen. Hätte ich mal Bock drauf. Das würde ich gerne mal probieren. Sound, ey. Warum sich der Motorsound so viel anders anhört im Helm, verstehe ich nicht. Als im Auto selbst. Das ist eine Einstellung. Zu einstellen. Aber ist halt unlogisch. Oder nicht? Ja, im Helm ist er halt gedämpfter, ne? Der ist viel lauter. Als ob das Auto direkt neben mir wäre, ohne Helm. Immer meine Zeit haben. Achso, ich habe gar keine Zeit. Ich fange noch rum. Boah. Also die Cockpit-Sicht und die Helm-Sicht ist ja nicht viel anders, weil du hast ja bei beiden, siehst du kaum was. Von oben und unten, so. So, die 16:9 oder so. Was der Ernst? Hast du schon eine Zeit gefahren oder was ist denn krass? Wieder sitzt im Fall einer, ist einer mit reingejoint oder was? Wir
Wieso? Wer denn? Irgendwann ist gejoint, ist jetzt ein Fehler verlassen, keine Ahnung. Hä? Achso, ja, du hast kein Kennwort vergeben, ne? Achso. Oh, mega. Aber ist das nur auf Einladung, dachte ich? Nee, ich denke, dass du auch in der Lobby das Spiel finden kannst. Ich dachte, ich habe Invite Only. Meine erste kleine Runde setzt einfach mal. Überhaupt eine, einfach vorsichtig gefahren. Mal überhaupt eine Runde machen, ja. Finde ich aber voll geil, Techie, dass ich hier ein bisschen fahre, vom 1 ein bisschen fahre, super. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder fahren. So generell ja einfach ein bisschen vor, aber es ging halt nicht. Das mit dem vorgestern so wach bleiben, ey. Das war schwierig. Hätte ich nicht unbedingt machen sollen, aber ich dachte mir, komm, ich will da nicht mal so umstellen. So oder so hätte ich es gemacht, weißt du? Da war das noch so eine Art Anreiz hier, dass du noch fahren wollen würdest, theoretisch. Ja, es tut mir leid. Nö, aber deswegen sage ich, ich hätte es sowieso gemacht. Nur ich habe halt noch mehr Anreiz gesucht, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, Ausreden. Ja, Ausreden. Deswegen kann ich mich immer ausreden, wenn es meine Tabletten angeht. Aber dann kommt das Karma aber ganz schnell wieder. Ich merke gerade auch jetzt, weil ich einfach so ein bisschen entspannter fahre als sonst. Jetzt war ich immer so angespannt. Jetzt fahre ich halt einfach. Guck, egal. Wird schon schief gehen, weißt du, ich meine. Ja. Echt, denn hier schwitzt, ich glaube, ich spinne. Hier gehen die Köpfe schon besser als in der Formel 1. Ja, macht viel mehr Spaß. Ja. Jetzt aber, ne? Ja. Du bist es ja nicht gefahren, das andere. Ich war 0,4 vorne, jetzt bin ich nur noch 0,2 vorne, frech. Ja, ich hab so eine CPU-Bremse hier vor mir. Ja, musst du übertakten. Gott. Crash! Es ist ja noch Training. Ist ja noch kein Qualifying. Nee, ist Training. Wenn wir das öfters machen, fahren wir einfach so freier, weißt du? Der olle Scheiße galockt sich einfach hin und fährt einfach, deshalb Streber. Ja, der hat's halt schon verinnerlicht, ne? Ja. Aber hab die erste Kurve voll versaut.
nicht wie eine gesenkte Sau, sag ich dir. Aber so ist anscheinend genau richtig. Außer bei der Kurve nicht. Scheiße, der zweite Sektor versaut. Lenkweg, wenn es so passt, schon. Ist schon gut realistisch so. Ja, schön. Echt gut so. Da musst du noch üben hier. Vielleicht pech ihm in seiner Superzeit und ich bin am Arsch. Nee. Sieh mal. Wird nichts mehr hier in der Runde. Ich bin ja noch mit Olli gefahren, noch seinem Kumpel ich und Xentern sogar noch. Also. Halt immer Letzte, ne? Das Gagsle, klar. Gar keine Chance, überhaupt irgendwas zu machen gegen die Profis da. Jetzt habe ich ja gerade auch mal den Chat gesehen, dass da Leute joinen und wieder raus sind. Wo denn? Hier? Weiß nicht, hat es der Chat unten links aufgeploppt. Achso. Ah, der Ramponelli fährt auch wieder mit. Sehr gut. So, wollte ich mal. Wollte ich mal fragen hier. Siehst du, hast du voll die Runde rausgehauen, du Luder. Na ja, klar. Naja. Die halbe Sekunde sind Welten in diesem Sport. Deklassifiziert hast du mich, du Werte, du Drecksau. Das ist ja nur Training, warten wir mal ab, ne? Je länger wir fahren, desto schlechter werde ich wegen den Füßen. Ich muss halt die ersten halben Stunden sie ausnutzen. So. See you on the track. Racing. Oh, ich lasse erstmal alles schön fahren. Ich fahre einfach jetzt hier einfach hier nach los. Ich hab nicht hingeschaut. Warum lässt er mich frei hier? Ja. Alter, the fuck? Und der Gags typisch Katastrophe hat sich gedreht. Und ich. Wow. Und ich gehe auf die Straße und da sind irgendwie 1000 andere. Jo. Entschuldigung. Nö, nee, macht ja nix. Musst du da weg, weißt du? Ich hab Safety Car, hab ich gerufen, aber wollte nicht. Aber schon ein einfaches Auto im Vergleich zu den anderen GT-Autos, zu den anderen, was wir gefahren sind. Ja, Steuerung, der fährt sich super und der Sound ist geil und. Der fährt sich halt ultra einfach im Vergleich zu den anderen.
Hier fährt dich voll auf die Bremse. Und wenn es da rutscht, lasse ich ein bisschen los. Aber ich trau mich ja dir voll. Echt? Hier dreh dich nicht voll drauf. 100%, mir scheißegal. Und die Reifen blockieren nicht? Lass ich halt los dann. Jetzt, am Schluss. Blockieren nicht. Im Schlusskurs, lass ich los. Aber voll drauf. Komm, sehr gut, Seitenstechen. CPU-Bremse hier vor mir, wie du gesagt hast, du bist frei, oder? Nee, ich habe auch einen vor mir. Lopez. Lopez. Hey, so wie ich jetzt sitze und hier müsste ich mir merken, weil so frei bin ich nie gehockt, so entspannt, also mein... Performance hin oder her, aber so vom Abstand vom Lenkrad ist ganz wichtig. Wenn ich zu weit hinten bin, kann ich nicht wirklich lenken. Zu weit vorne geht nicht lenken, aber so geht es echt gut gerade. Ich lasse den jetzt mal fahren hier, das nervt mich. Soll an die Box gehen, was soll das? Na echt, raus mit dem. Meinst du rein mit dem? Ja, rein mit dem, genau. Runter von der Strecke. Ja, ich habe jetzt irgendeine beschissene Zeit gemacht mit Überholung und sowas, aber... Katastrophe, sag ich dir. Ja, jetzt auf einmal gibt er Gas, weißt du? Ja, na klar, ich musste ein bisschen riskieren. Hier Rundzeit gelöscht, dass ich ihn überhole. So drüber kann man fahren über die Curbs hier? Der Lopez ist zweiter. Hinter Ramponelli. Ah ne, Ramponelli hat... Du hast verdrängt alle. Ich würde mal eine schöne Runde kriegen. Ich hab jetzt irgendwann einen vor mir, aber... Okay, jetzt habe ich wieder zwei vor mir. Oh, ich habe angebremst. Außerhalb der Strecke, ein bisschen geslidet hier. Ja, ich werde wieder Verkehr haben. Aber macht nichts, das ist halt real, weißt du? Die Box hat versagt, hat mich falsch rausgeschickt. Wichser, ey! Küssen gehört dazu. Den Lippenstift muss man sehen an der Wand. Ja, schön Knutschflecken. Ich schalte viel tiefer, weil ich will ja nicht an die rankommen, verdammt. Ja, ich schaff's. Nimm mal zwei vor mir, Alter. Jetzt drei vor mir. Da lässt man sich viel zu sehr stressen und sowas. Dann campen die auch noch da. Ich könnte vielleicht vom Pitchern profitieren, aber bin ich so doof für. LOL. Boah, ich habe vergessen zu bremsen. Diese und die nächste Zeit wird gelöscht. Die nächste auch.
Ja, weil ich hier bei der Zielgeraden vergessen habe zu bremsen und auf die geschaut habe, wie sie gekämpft haben. Ist ja, dass du das Zielgeraden scheiße machst? Aber passt ja. Du Erster, ich Zweiter. Alles gut dann. Nee, ich hab... du Erster, ich Zweiter. Nee. Ja, aber es war einfach eine Random-Runde gerade. Ja, ja. Ich habe aber bisher nichts Besseres gefahren. Ich habe gar nicht geschaut, was wir im Training gefahren sind. Ja, auch 1,30. Irgendwas. On the track. Look, racing. Jawohl. Vorhin hier aufgemacht und bin in der Räucherbude gewesen. Stinkt nach Rauch, glaubst du gar nicht. Ja, ab und zu muss ich auch mal eine rauchen zwischendurch. Ja, mach doch deines Fenster auf. Was ist mit dir? Dass das rausgeht. Jetzt könnte ich, wenn ich jetzt keinen Blödsinn mache, könnte ich vielleicht bei einer Runde fahren. Aber ich bin schon auf der Wiese. Das war's. Schon vorbei. Erste Kurve. Warum, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt wieder so angespannt fahre und ich wieder so komische Sachen mache. Ist der Druck? Und was denn? Die CPU meinst du? Okay. Von mir? Das ist ja, das ist ja mein. Entweder bei dir bin ich nur Erster oder Zweiter. Passt doch eigentlich. Oder? Das ja, ist doch, eigentlich das schon. Ist für mich jetzt nicht so schlimm. Wegen der ersten Kurve, glaube ich auch. Ich vorhin die Kurve vergessen, aber auch geil. Die fahren nebeneinander auf der vor der Zielgeraden und ich ja, bremst halt nicht. Warum auch? Jetzt gerade. Oder gestern. Moin. Eben, wo dann die Runde gelöscht wurde, auch auf der Ding, auf die nächste Runde jetzt. Das war doch gerade eben die Runde. Boah. Ach, Qualifying ist jetzt zu Ende. Ja, 10 Minuten sind nicht lang, sag ich dir. Beschissen bin ich in die Kurve eben gefahren. Gottes Willen. Ich habe aber geschafft, die ersten Runden ganz entspannt zu fahren, ohne Probleme, ohne nachzudenken. Jetzt fahre ich halt einfach wieder jede Runde anders, so wie ich es immer fahre. Kennst du das? Jede Runde einfach anders. Nie die Kurve gleich. Das habe ich die ersten zwei Runden gemacht, weil ich einfach gefahren bin, ohne nachzudenken. Nur noch gefahren, weißt du? Mir war das egal. Das war die perfekte Zeit. Will ich schwierig jetzt. 0,7 hänge ich hinterher? Nee, achso, ja, für deiner Zeit, ja. Ja. Aber jetzt schaffst du noch eine Runde, eine gute, oder? Nee, ich bin schon so. Automatikmodus. Schon on the track. Off the track. Das aufmachen hier. Die Luft hier reinkriegen. 26,4.
So, GG. Erster, zweiter. Passt doch. Boah, das, vorm Start habe ich Angst, ey. Ich bin bereit. Meinst du? Wieso steht da High All? Ach, das war der Ander. Ich wusste, da steht High All. Ja, sag ich doch. Ach so. Oh. Ja, ich habe langsam, ich wollte nicht durch den Reifen. Ich hätte da rechts vorbeifahren können, oder nicht? Nee, nee. Bei mir haben die Reifen durchgedreht. Ach so. Und ich wollte das verhindern. Bin langsam los. Ich bin entspannter hier. Scheiße, ich bin nur noch Rauch. Ich hab da nichts gegen, aber wenn die hier grillen und ich will ein bisschen lüften, ist es schlimmer als. Ist genauso, wenn du vor einem Grill bist, ne? Hey. Voll die Reiche, Bruder. Das war's mal wieder komplett. What happened? Dreht? Ja. Uiuiui. Naja, kann mir auch nur gleich noch passieren. Ich bin nur 6 Gänge hier. Oh, hier ist ein Schild umgefahren bei der Start- und Ziel. Wer war das denn? Also. Das? Also hier Anzeige und so. Schiri, ich wollte. Jetzt habe ich das Wort. Ich wollte irgendwas rufen. Schiri. Da fehlt das Schild. Wer hat jetzt eigentlich Deutschland gespielt letztens? Ich habe nur 1-1 gesehen. Ich auch. In UEFA, Europa, irgendwas. Verdammt. Noch einer rein raus. Ich habe den Elfmeter habe ich ja gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Elfmeter gegen Deutschland. Und da habe ich dann gesehen, oh geil, sie haben ja Videobeweis. Damals gab es ja so viel Diskussionen wegen Ding. Und in jedem anderen Sport haben die das schon immer gehabt, weißt du? Ah, ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Oh. Okay. Was für ein Kontrast hier. Richtig, richtig krass. 8 Stunden bei Diablo. Und jetzt hier Racing! Aber diese Kontrast. Oh, ich bin wieder da. Bibi, hast du keine Dienste, die das machen? Nee. Wir sind alle im Westflügel. Oh, ja, bist du dir, du gehst selber schnell, oder? Steh ich. Ja. Konnte ich, auf dem Weg über den Hof nochmal mein Ferrari streicheln. Das ist vernünftig. Du musst auch Zuwendung kriegen, ne? Ja. Also ich empfinde, das ist alles ganz anders. Entweder, weil ich jetzt ein bisschen Racing gewohnt bin, oder weil meine Tabletten halt wirklich jetzt schon nachlassen. Dass ich halt alles besser empfinde, so auch entspannter und nicht so
Mit Tabletten hast du diese ganzen beschissenen Nebenwirkungen. Du hast Wirkung und Nebenwirkung. Alles ist im Endeffekt Nebenwirkung. Weil die Wirkung verändert alles komplett von den Schmerzen, Empfindlichkeit. Und die Nebenwirkung tötet dich halt wegen den ganzen Schmerzen, die du zusätzlich kriegst, weißt du? Die Kopfschmerzen, die Übelkeit, den ganzen Mist, was man hat. Und jetzt geht halt beides gerade weg, weil ich über 24 Stunden das nicht genommen habe. Also fühle ich gerade alles so wirklich echt und entspannt. Vom Kopf her ist halt komplett frei, bin ich, weißt du? Ja, schön. Vom Kopf ich komplett nicht. Frei. Mir eigentlich egal, das heißt, was passt schon nicht so weit. Von den Schmerzen her, ja, muss ich halt ein bisschen strugglen, aber das passt. Das kann ich ja nicht anders. Neu starten? Nee, kann ich nicht. Ich alles, aber man kann ja gar nichts machen hier. Ja, fährst entspannt eine Runde zum Aufwärmen, danach fahren wir dann das nächste strengste Strecke. Jetzt hab ich eine Mine hier. Langsamer Wagen, okay. Aber wie machen wir es denn danach? Was machen wir denn dann für ein Rennen? Machen wir andere, also andere Klasse würde ich halt nicht sagen. Wir bleiben bei dem Auto erstmal. Wenn dann nur andere Strecke, die wir schon gefahren sind oder so. Ich würde bleiben einfach bei dem Auto, oder? Generell. Oder wie handhaben wir? Ich würde sagen, die Klasse lassen wir einfach jetzt. Heute, oder? Sagst du? Du bist gar nicht mehr da. Oh, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was das war. Das war keine Biene. Das war irgendwas Fettes, Großes. Ach du Scheiße, wie gefährlich ist. Ach du Kacke. Danke. Ich wollte gerade sagen, wie verfahren wir dann jetzt das nächste? Ich würde sagen, dass wir beim Auto einfach bleiben. Ja. Also Auto würde ich bleiben. Komplett jetzt erstmal heute auf jeden Fall. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht nur die Strecke vielleicht ändern, die wir vielleicht kennen. Weißt du? Und ich würde einfach jetzt ein paar entspannte Runden fahren, so ein bisschen warm fahren noch. Falls das klappt bei dir. Ja. Es ist halt so ein krasses Mindset, wenn diese Tabletten fast weg sind. Problem ist, wenn sie zu lange weg sind, dann gibt es die Entzugserscheinung, das wird dann wieder schlimmer. Also ich habe so ein kleines Zeitfenster, das ist cool. Aber trotzdem, heute war ich entspannt. Es war auf jeden Fall notwendig, was ich gestern gemacht habe. So nach dem Arzt. Aber einfach, was ist denn, wenn du die Entzugserscheinungen überwunden hast? Dann habe ich wieder die übliche Scheiße. Also dann ist es wieder. Ist ja so, die Tabletten, die, also die eigentlich seit Januar, die tun die Schmerzen verändern. Es macht sie nicht besser, es verändert sie aber. Und nach so vielen Jahren eine kleine Veränderung ist eigentlich fast wie eine Besserung. Weißt du? Eine Verbesserung. Mhm, okay. Deswegen. Also schon ein Vorteil, dass du die nimmst, ja? Es ist eigentlich ein Vorteil, aber der Benefit ist jetzt nicht so groß, dass man sagen kann, man könnte alle Nebenwirkungen eigentlich überstehen, über ihn wegschauen oder so, aber es ist okay, weißt du, es ist okay. Wenn ich sie gar nicht nehme, bin ich einfach über krass empfindlich an gewissen Sachen. Das sollte mit dem gelöst sein. Aber das ist halt nicht besser, man darf man nicht verwechseln, das ist einfach anders. Aber es passt. Also solange anders etwas angenehmer auch bedeutet. Ja, weil ein gewisser Druck verlagert sich halt dann. Sag ich jetzt mal. Wenn eine Stelle halt permanent gedrückt wird, immer wieder, und dann auf einmal ist die Stelle, auf einmal verschiebt sie sich oder fühlt sich anders an, ist es schon mal geil. Ist echt, also nicht besser, aber anders, und das reicht schon. Anders fühlt sich viel angenehm an. Ich hab halt nur diese scheiß Allergie reingekickt. So wie ich vor der Allergie war, war ich zufrieden. Aber ich bin noch lange nicht aus diesem Stadium heraus hier, weißt du? Ja. Weil ich seitdem ja noch zusätzlich andere Sachen nehme.
hänge immer noch mal eine scheiß Hals-Dings da fest. Leicht Fieber habe ich jetzt auch bekommen wieder. Durch gestern zu viel Strapazen da. Aber passt schon. Wenn ich zwischendurch, so wie jetzt, ein paar Minuten freie Sicht habe, ohne CPU, ja, dann ist das okay. Hey, aber ich habe die Story, also zumindest die Level-Story bei Diablo heute eigentlich geschafft. Zum kleinen Endgegner gemacht. Zum Glück habe ich die nur zwei Trials gebraucht. War cool. War echt schön. Bisschen kombiniert mit den Fähigkeiten. Der Chat hat dann auch gesagt, ja, mach vielleicht die Fähigkeit, da kannst du 31 Sekunden einmal sterben. Und dann hat mir der Chat auch gesagt, dass dieser eine, der mit dem Kreis und der richtige Gegner ist und so, weil der hat sich aufgesplittet. War cool, richtig schön mitgearbeitet alle. Aktiv und mitgearbeitet. Ich war nur noch gute Zeiten, ich wollte das Runde besser hier. Das Gewackel ist halt schon krass. Das kann man hier bestimmt auch ausschalten. Also ich feiere das. Ich finde das super. Das ist alles so... Wie ein echtes, gell? Ein bisschen rougher ja. Ist und... nicht so filigran wie bei der Formel 1. Ich habe das ja bei der Formel 1 ausgemacht. Damit ich da ein bisschen länger fahren kann. Damit irgendwie nicht so schlecht wird. Keine Ahnung. Ich hatte halt Schiss vor Game Sickness. Aber hier... finde ich es gut, weil ich mich halt voll reinversetzen kann. Und dann ist das Gehirn noch nicht so schlimm. Game Sickness kommt ja nur, wenn das Gleichgewichtsorgan asynchron läuft zu dem zum Sehsinn, also zu den Augen. Ne? Wenn die Augen sehen, hey, da bewegt sich was, aber der Körper hält ruhig. Oder der Körper bewegt sich und man sieht halt nichts. Man hält das, ne? So wie im Auto beim Lesen ist es oft so. Du bewegst dich, starrst auf einen Punkt, liest was und dann der Körper checkt nicht, warum du dich bewegst. Gleichgewicht sogar im Ohr ist halt Halligalli und die Augen sind entspannt und denken sich, hä? Wie, was denn jetzt? Deswegen diese Asynchronität führt dazu, so wie ich es jetzt damals erklärt bekommen habe. Aus medizinischer Sicht. So ganz für doofe Laien halt wie mich. Und das ist halt dann, je mehr man, also bei mir ist es zumindest so, wie die Tagesform auch ist, ne? Wenn du müde bist, hält es mal mehr, mal weniger aus. Fährst du Runden eigentlich noch? Geht's bei dir? Ja, ja. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen... Ich war halt gegen mich selber, ne? Ja, same bei mir. Ich bin bei jedem Rennen, was wir gefahren sind, Formel 1, immer Letzter geworden. Immer. Wir sind quasi vom Training. Ich musste ja manche Strecken noch von Null lernen. Ich bin seit entweder gar nicht gefahren, noch nie, oder seit 6 Jahren nicht mehr. Dann haben wir halt kurz Training gemacht, so eine halbe Stunde, das reicht halt nicht. Ja, und die anderen konnten es aus dem Schlaf. Und ist ja gut, okay, die haben ja ein bisschen geholfen und so. Aber dann betteln sie sich auch noch untereinander, das ist schon geil. Und ich habe mich mit dem Schubi manchmal gebettelt. Und wenn du dann neben dem CPU fährst, dann bin ich einfach weg. Schwer mit der CPU da. Natürlich habe ich auch viel Blödsinn gemacht dadurch. Aber jo. Und Olli und Xenton haben sich ein super Rennen Warte. Ziehen.
Eine richtige schöne Schlacht da. Rad nach Rad gefahren. Teilweise nebeneinander, hintereinander, ein Meter. Richtig schön. Richtig gebattelt haben sie sich, würde ich sagen. Ja, nice. Schöne Schlacht geliefert. Leider habe ich nicht das ganze Rennen gespeichert. Kann man bei Formel 1 auch machen, habe ich vergessen. So richtig Rad nach Rad, weißt du? Und die waren dann im gleichen Team und der zuerst in die Box und hat das Rennen gewonnen. Weil wir wollten ja doch zeitgleich zur Box und dann, wenn du frische Reifen hast in der Formel 1 und zuerst in die Box kommst, hast du die frische Reifen und kannst dann halt eine Runde fahren, bevor während der andere in die Box noch eine Runde fährt mit den alten Reifen. So hast du schon mal immense Vorteile, der zuerst reinkommt. Hat sich manches halt in der Box entschieden, würde ich nur sagen. War cool. So Rad und Rad halt battle. Gefährlich. Aber die haben kein Problem gehabt. Wieder darauf geachtet, wenn zwei gute Fahrer sind, dann geht das einfach. Ich habe dann im Zentren gefragt, wie das ist, so bei der in der Kurve. Der gemeint, der weiß es gar nicht so, er fährt einfach so nach Gefühl. Da dachte ich mir auch. Okay, soweit bin ich halt auch schon, Kappe. Ja, manchmal ist das halt auch schwierig auszudrücken, ne? Ja, einfach wenn gigantisch. Das so verändert sich das. Ja, einfach toll. Finde ich echt gut, dass ich solche kenne und die dann auch so das erleben darf. Weißt du? Ja. Und die eine Nacht Street Fighter mit Jens war auch geil. Das hast du nicht erlebt, oder? Warst du nicht da? Morgens habe ich es noch mitbekommen. 7 Stunden Street Fighter oder sowas. Wir wollten nur mal kurz eine Stunde, wir haben uns geprügelt die ganze Nacht. Ultra. Und da warte ich halt, darauf wir es wieder machen können, aber mit den Schlafzeiten ist halt schwierig. Wir haben da von um 2 und 3 Uhr nachts bis um 11 Uhr vormittags gespielt. Dann haben wir gesagt, dass wir schon ein paar Mal noch machen wollen würden. Vielleicht mal Mortal Kombat oder so. So ein bisschen prügeln. Also ich habe mich auch ultra bedankt beim Jens, denn es sind so Sachen, die ich in meiner Kindheit halt gern gemacht habe. So erst Super Nintendo ausgeliehen aus der Bibliothek, schon ein paar Mal erzählt, dann bist du ein bisschen Controller da mit hin und her gewurschtelt, gespielt, dann mit 2, 3 Freunden und wieder Controller weitergegeben, wollte ich vorhin noch sagen. Und war geil. Also muss sagen, war toll. Also ich erlebe halt so ein bisschen ein paar Sachen, die ich in der Kindheit erlebt habe. Nochmal. So wie jetzt Racing früher, Leidenschaft. So Street Fighter auch Leidenschaft und so vom, ich sage jetzt immer ganz bescheuert, vom Ende nochmal das alles so ein bisschen erleben. Ne? Revue passieren lassen, das Ganze. Ja. Wobei, meine ich halt nur einfach, auch in dieser schweren Zeit kann man sowas auch erleben, das ist gut, weißt du? Gibt so ein bisschen Hoffnung. Haben auch bei Street Fighter 2 kennengelernt, ein Profi sogar. Fand ich auch witzig, wie er gemeint hatte, hey, ihr erinnert mich an mich von vor vielen, vielen Jahren, so schlecht habe ich auch mal gespielt. So richtig nostalgiemäßig. So, ich bin dann auch im Ziel. Hast du es geschafft? Okay, hab gespeichert das Rennen, Wiederholung. Ich kann mir nachher anschauen, was du gemacht hast. Ja, bloß nicht. Aber nur eine Runde hinten? Das ist doch super. Für gefühlt 10 Minuten AFK? Ja. Schön. Ist doch toll. Geil. Meine Augen sind schon schwer, sage ich dir. Meine auch. Meine auch. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Ja, dann mach mal noch ein bisschen einfach. Ist ja kein Problem. So. Wollen wir Spa einfach fahren? Schlimm oder gut oder? Nee, Spa nicht. Spa oder? Nicht, okay. Spa ist genauso tolle Strecke wie die hier. Was sind wir denn noch gefahren? Oh Gott, das will ein Hockenheim. Nee. Da ist Monza. Ich habe Monza gefunden. Hä? Siehst du? Ich sag doch. Ja, aber ich hab doch vorhin sortiert nach Italien.
Was ist denn, wo ist denn Monster? In Russland oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Was denn jetzt? Was mit dem? Was mit dem? Ich bin schön gefahren. Ich habe das Rennen gewonnen, Voodoo. Ja, und ich habe bin ich den gefahren hier, gespielt hier, Diablo. Stream Records, mal kurz mal reinschauen. Ich habe Diablo gespielt. Was ist das für ein Recording? 8 Stunden 38 oder was? Boah, 8,5 Stunden Diablo. Na klar, ich bin der Nick. So, einfach so passen lassen, oder? Ja. Jawohl, let's go. Boah. Ja, ist gefährlich, Seabrox. Da ist der Nächte hier. So. Außerdem heißt der Mick. Deswegen ist es auch MSC. Also, wenn schon schlau meint, dann richtig. Naja. M und N liegen ja nah beisammen. Aber. So, raus hier. Racing! Irgendwie meine. Mandeln jetzt auch so komisch. So, let's go. Musst du die Box, die Mandeln wechseln? Mhm. So muss Schalter, was? Komisch, wenn er dich rauslässt hier. Also, du darfst nicht über die Linie fahren. Ja, jetzt übertreibt man hier nicht. Hey! Was denkst du, was ist mit dir? Fahr vorbei! Hast du mich in der nächsten Kurve wiederholst, oder was? Frech? Dass ich da hinten reinfahren kann jetzt. Na klar. See you on the track. Wo bremse ich jetzt hier mit dem Auto? Meet you on your back. 200, okay, 200. Ist halt ein bisschen zu früh, ne? 150 probier ich mal. Das ist die etwas größere, ne? Vom vierten hier? Ich bin hier im fünften gefahren, Formel 1. Hier bin ich im vierten gefahren. Dritter hier oder was? Ja, okay. Die zwei Kurven erinnern mich an Brands Hatch, diese zwei Linkskurven. Brands Hatch ist auch dabei, ne? Ja, klar, sind wir ja gefahren, oh, klar. Okay. Ja. Was machen wir hier? Kurve 4 oder was? Kurve 4, Gang 4 oder was? Echt? Weiß ich nicht. Test doch mal. Und hier bremsen bei. Oh Gott. Ist das auch bei 50 auch oder was? In welchem Gang? Ist schon ausgeschlossen irgendwie. Weiß nicht genau. So, mal testen hier. So, erste Kurve bei. Wo bremsen? 150, ja. 200, 150? Ja, 175. Habe ich, also 150 habe ich gemacht. 1, 2, 3. Jo, geht, 150 geht mit Beten. So, geht. Die da. Ich weiß auch, 150 bei dem Auto. 1, 2, 3. Zweiten, dritten. Boah, der Körb ist ja krass, kann man nicht mitnehmen. Das sind die hohen Körbs hier. Oh, fünfter. Jei. Oh. Ich weiß nicht genau. Hier müsste aber auch viel später gehen. Was, die CPU bremst zu früh? Lopez. Das ist vor mir. Okay, wo bremsen wir denn, Baby? Jetzt! 1, 2. Ich hab keinen Flügel auf. Mich rausbeschleunigen. Komm. I'm faster than you. Komm.
Scheiße, ich muss rüber. Ist der neben mir oder was? Nee. Und jetzt! 1, 2, 3. Ja, man kann doch viel später bremsen, Alter. Ich muss sogar nochmal beschleunigen hier. Wow, wow, wow. Okay. Also 150 geht, wenn du voll drauf drückst. Geht. Okay. Ich musste sogar noch Gas geben, dann habe ich ja zu viel Gas gegeben, bin ich zu schnell gewesen. Korrektur ist immer kacke. 1, 2, 3, 4. Und hier zweiten. Vierter. Oh, vierter. Ja, ich probiere ein bisschen auskommen. Hol mich wieder. Oh, und gedreht. Komm, nächster überholen, komm. Ja, ich habe ein bisschen versucht, an die Grenzen zu gehen. Aber nicht schlimm. Alles gut. Schaff mal schon. Jetzt probiere ich hier nochmal vierten mit Durchblättern. Mal gucken. Man muss ja schauen, wie das hier geht. Bremsen bei 100 den dritten runter. 1, 2, 3. Einlenken. Oh, an den Vollgas in den vierten hoch. Und vorher lenken. Ja, muss gehen. Und hier werde ich bei 50 bremsen, wie in der Formel 1. Oh Gott. 1, 2, 3. Oh Gott. Vollgas? Doch, geht, geht. Aber ich muss von... Ich muss anders die Kurve fahren, glaube ich. Okay, nochmal mit Beten bei 150. Vollbremsung. Jetzt! 1, 2, 3, 4. Geht gut, geht easy Technik. Vollbremsung. Einfach drauf. Ja, ich hab CPU-Bremse. Was für ein Ding? CPU-Bremse. Achso, ja, gut. Bei mir ist es ein bisschen weiter weg. Lass die jetzt auch mal fahren. Die Runde ist eh verkackt. Obwohl, es sind nur noch 45 Sekunden, ne? Ah, ne, 8 Minuten. Will ich mal hier probieren. Also, die hier vierte, die dritte. Alter. Kannst du nicht vorstellen. Okay. Nochmal kurz probieren. Und 1, 2, 3. Einlenken. Okay, das ist. Ich musste. Das ist. Okay, bei 170 vielleicht. 100. Ne, 105. Warte mal. 100 ist zu wenig. 150 ist zu viel. Ich weiß nicht genau. Dazwischen irgendwo. 1, 2. Jetzt gerade Yellow Flag in der Formel 1 in echt. P3 läuft gerade. Walter, die Botter sind in scheinend. Ist er denn doch nicht? Ist nicht auch. Wer ist denn gewesen? Hat das nicht? Okay, 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 komm. Ja, okay. Also 150 geht ganz entspannt, Technik. Kannst du sogar nochmal Gas geben, wenn du zu früh bleibst. Aber auch keine Runde hin, ne? Also ich fahre halt einfach nur so am Rumtesten hier. So, ist ja auch Training. Mann! Es ist einfach viel zu schnell. Nein! Schneller oder was, vierter? Ich muss vielleicht. Ich kann nicht mehr lenken. Nö, habe ich nicht. Braucht man doch nichts. Doch, er ist entspannt. Bin doch da. Bin doch da hier. Bodo, mach doch keinen Stress. Wenn sich jemand bewirbt, soll dein Chat kommen, Hallo sagen. Bisschen
freundlich sein und dann können wir mit einladen eigentlich, oder? Ansonsten tut er sich bewerben und ich nehme ihn einfach an. Das macht doch, ist doch alles okay. Ich fühle halt so ein bisschen die Kommunikation eigentlich hier, dass wir ein bisschen herkommen, ein bisschen kommunizieren, Hallo sagen und so, weiß ich mal. Ist doch viel schöner. Klar nehme ich jetzt auch die Randoms von mir aus an, aber ist doch toll. Komm hier mal rein, Herr Gex, ich hab Bock. Ja, okay, kein Problem. Ich lade dich dann spät ein, bewirb dich nämlich einfach an. Also das geht ja einer. Man muss ja nicht da sein. Ich bin nicht 60, du. Gottes Willen. Die Story fertig gemacht. Und bin jetzt 57, glaube ich. Den komischen Scorne, wie der heißt, hier der besiegt. Ach, das war echt so langsam hier vorne. Muss. Scorn, dann habe ich nochmal PvP gemacht, ein Schlachtfeld. Ich habe meine 24 Bounties ja gemacht. Habe die komplette doppelte Storyline gemacht: die 51er, die 56er. Und dann PvP, dann noch ein paar Sockel geholt, bisschen was gesockelt, bisschen was aufgewertet. Noch, keine Ahnung. Also, das passt jetzt erstmal gut, wirklich für Diablo 8 Stunden her oder so. Gottes Willen, ey. Ich habe einen immer gewartet, also es ist für mich Diablo eigentlich als Zweitspiel gedacht. So nach dem Racing, nach dem Captain, so als halt zum entspannten Runterkommen. Immer gehofft, dass jemand online kommt und sagt, hey, komm, wir machen was, Gags. So wie du, hast es ja auch gemacht. Hast du Bock, in Diablo reinzugehen? Na klar. Bin dabei. Hab ich gemacht. Ja, ein bisschen. Bisschen, klar. Ey, war super, war schön. Ich habe viel gelernt. War schön. Aber nicht mehr klar. Das weiß ich halt nie, bis mir halt einer sagt, dass. Das ist schön. Das ist schön. Ich hatte nur noch eine unnötige Pay-to-Win-Diskussion, da warst du, glaube ich, noch dabei. Deswegen habe ich auch extra einen Titel geschrieben: hey, Welcome to Free-to-Play Diablo oder so ein Scheiß. Irgendwas habe ich geschrieben, ne? Weil die ganzen Videos der Fachzeitschrift Influencer und die ganzen Testinger tun einfach nicht gut. Sag ich mal. Es ist einfach Katastrophe. Ist schade halt. Tolles Spiel. Tolles Spiel. Es ist um Längen besser für mich als Diablo 3. Der bleibt mich ultra genervt bei vielen Sachen. Aber es ist ein schönes Spiel und man muss keinen Cent reinbuttern. Wenn man natürlich World First sein will, muss man zahlen. Wenn man World Last sein will oder entspannt spielen, ist es egal. Aber das ist ja so, was ich schon mich immer wiederhole. Ich muss noch mal kurz Audio aufnehmen später. Wenn man den Leuten die Möglichkeit nimmt, den Penis zu vergleichen mit einem anderen und dann eine Paywall reintut, dann drehen sie durch. Sie wollen nämlich immer in der Bestliste vorne stehen. Weißt du? Aber da sollen sie sich halt ein anderes Spiel nehmen. Müssten sie ja kein Handy-Game nehmen, weißt du? Aber das ist so krass, es ist so schade. Das Spiel hat so gute Ansätze. Ich hoffe, dass sie viele Ansätze übernehmen in D4. Ich finde halt krass, dass man nur das so sieht, ne?
Also, dass sie dann nur darüber berichten. Nicht, wie toll die Quests gemacht sind. Nicht, wie toll das mit der Autonavigation ist. Nicht, wie entspannt das Ganze erklärt ist. Nicht, wie geil man einfach da von A nach B gehen kann. Nicht, die Bounty sind halt eine Milliarde mal besser als D3. Also ich finde im Endeffekt, also ich finde dazu ist D3 einfach nur der letzte Müll, den es gibt. So ultra alt und überhaupt nicht so richtig ein Stock im Arsch. Das ist wirklich modern gemacht. Man hat sich halt Gedanken gemacht, wie würde der Spieler reagieren oder was hätte der Spieler gerne. Es ist ein Handygame, Sinkri. Es ist ein Handygame und das ist üblich in der Branche. Das Problem ist halt nur, weil es anscheinend auch jetzt für PC gibt. Es ist ein verficktes Handygame, was von Pay-to-Win lebt. Und ich wundere mich auch, warum ist das Auktionshaus in D3 rausgenommen worden? Hey, ist doch ein schöner Nebenverdienst. Wo ist das Problem? Lass die Leute doch. Wenn sie das machen, dann... Einige konnten sich was dazu verdienen zum Hartz IV mit dem Auktionshaus. Okay, ich hätte den Schrank jetzt, aber jetzt habe ich zu viel. Ich bin ja nicht mehr konzentriert, Technik. Vielleicht nee, fürs Qualifying, für das Ding halte ich meine Schnauze. Wir fahren einfach. Naja, auf jeden Fall. Genau. Das ist das, sie tun immer so, sie hängen sich dann an irgendeiner Scheiße auf, wo du dir auch denkst, Mann, ist die Menschheit einfach blöd. Die ganze Welt ist im Krieg und die Preise werden teurer und die machen so eine Scheiße wegen Aktionshaus da. Die ganze Industrie hat das jetzt auch verarscht, was das angeht. Das Spiel ist nicht billiger geworden. Die haben es nie an uns weitergegeben, was sie auch nie machen würden. Das ist teurer als vorher. Ja, lachen sich halt andere Länder ins Fäustchen, wie dumm die Deutschen halt sind, ne? Weil an einigen Ländern sind die Preise nicht hochgegangen. Bin ich ein bisschen schade, weil wir gehen auf die Straße wegen jedem Blödsinn. Corona-Impfgegner, dies, das, gehen auf die Straße. Ja, es gibt kein Corona, es gibt nur Impfgegner, gibt alles. Deswegen gehen wir auf die Straße wegen jedem Mist. Aber wenn ganz Deutschland teurer wird und wir wirklich alle davon betroffen sind, warum gehen nicht 10 Millionen auf die Straße? Da, zum Reichstag hin, rein da. Weißt du? Das wird halt mehr Sinn machen als wegen so einer anderen Scheiße. Ja, schau mal, wurde es Platz 8 und nichts ausgegeben? Sagt er. Schau mal, was Blizzard sagt. Frag mal nach. So, GG, wir haben einen Konkurrenten hier, schau mal. Wer denn? Da ist ein echter Mensch drin. Nee. Na doch, der Falken. Ach, tatsächlich, ja. Sehr geil. Na dann. Das ist ja das Dumme, ne? Selbst die Rhyme-Pain bekommen die Steine nicht. Und dann machen das solche Top 10 Influencer auf Twitch und YouTube vor, weil, hey, es ist so krass. Es ist so krass. Die wissen, dass es so ist, aber die wollen es halt zeigen. Komm, wir lassen uns 50.000 reinbuttern, um zu zeigen, dass es wirklich so ist, wie es eigentlich gesagt wird. So, wie blöd kann man denn. Wie blöd können Menschen sein? Und dann machen sie das vor. Ne? Machen dir das vor, geben da Tausende von Euros ein und dann sind die ganzen Lemming, oh Mann, dann gibt so viel aus, man kriegt auch nichts und dann muss man noch mehr ausgeben und bla bla. Also. Und die Top 10 Twitch und Top 10 YouTuber machen das halt dann leider. Immer wieder und davon lebt halt das Spiel. 0,1% von den Spielern bezahlen hat das ganze Game und die Entwicklung des nächsten. Oh Mann, diese Kurve hier. Wie fährst du die denn? Ich habe sie jetzt ein paar Mal so gut gefahren, immer wenn ich glaube, ich mach's anders, geht's nicht.
Also ich muss langsam vierten fahren. Der mir jetzt hinten reingefahren, dass ich die Runde ja nicht mache. Ja, dass die und die nächste gelöscht wird. Lass. Voll. Jetzt ist die und die nächste gelöscht, weil der mir hinten reingefahren ist auf der vor der Zielgeraden. Wer? Keine Ahnung, der gelbe hinter mir. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe keine Ahnung über dem Auto. Ja doch, Falcon, ja doch, doch. Dann soll er doch Abstand gewinnen, komm. Dass wir hier schön fahren können alle. Ja, es zählt seine und meine Runde nicht. GZ. Wir haben keine Runde. Ich will einfach eine Sicherheitsrunde fahren, weißt du? Macht man ja so am Anfang und danach nochmal bis pushen, aber. Wo soll ich denn sonst bremsen als bei 50 bei der Kurve? Später meinen es nicht. Auf ein bisschen Abstand, das kann er dann fahren. Bei 150 ist echt sehr spät. Bei 100 meine ich. So, hat er jetzt genug Abstand? Verdammt, Nelly ist erster. Da hat sie eine Zeit gesetzt hat. Ich setze keine Zeit jetzt, die nächsten paar Runden. Einfach eine Sicherheitsrunde und fertig. Sechsmal schalten von 8 im zweiten, aber es ist nur 4-mal im zweiten. Keine 8 Gänge hier. Frag mich, welche Zeit er da oben ist, weil ich habe keine Zeit gefahren, aber mit der schnellsten Runde habe ich jetzt gesehen. Echte Menschen sind Technikus, M. Falken und ich. Anscheinend, wie ich es gesehen habe jetzt.
ist der erste, komm, aus der Kurve. Komm, 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 komm. Wäre nicht gut rausgekommen. Hätte aber eine Zeit ein bisschen schlagen können, aber anscheinend jetzt ist eh vorbei, jetzt sind welche vor mir. Geht's nicht mehr. Ja, bei mir jetzt auch wieder. Ja, was soll ich machen? Vielleicht ist es safer hier für mich. Ja, denk schon. Oh, lass mich vorbei. Ich glaube, ich laufe wieder auf mein Ziel ran. Ich glaube, ich schaffe keiner mehr ohne Verkehr. Bremst mich so nah in der ersten Kurve in die KI ran. Und 0,2 schneller als die schnellste Runde gerade. Ich glaube, ich kann es nicht ins Ziel bringen. Neue Bestzeit, ich weiß, was soll ich machen, aber jetzt ist vorbei. Wow, die KI sind Keys. Wollte ich den ersten schlagen. Geil, Mann. GG. Mhm. GG. Sehr gut. Stolz auf dich hier. Danke, danke. Ich habe 0,6 Sekunden vor meiner Zeit. Aber ich komme hier nicht vorbei. Geht 0,6 Sekunden, ich will mich verbessern können. Kannst du dir nicht vorstellen. 0,6 besser. Und jetzt hänge ich hier fest. Auf die Kacke. Ja, geht nicht. Ja, weil ich so. Ich schau nochmal auf die Kacke. Ach du. Bam. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Schön, schön. Perfekt. Einfach alle deklassiert hier. Ja, das mit den Seasons habe ich eh nie verstanden, was Diablo 3 angeht. Sowas will ich eigentlich nicht mitmachen. Immer wieder bei Null anfangen. Wo ist man denn hier? Spiel ein Spiel und dann spiel ich es einfach weiter. Wieso jetzt mal von Anfang an fangen? Nur weil man irgendwelche Skins hat, irgendwelche Penisverlängerungen, dass man so schnell wie möglich nochmal 70 wird und dann Bestenliste macht? Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein... Es ist wieder so ein Schwanzvergleich-Ding. Das fühle ich halt nicht. Schön. Okay, na dann gucken wir mal. FGL. Ist doch toll, wenn man so offen lässt in Lobby, oder? Ist eigentlich schön. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ready, let's go. Have fun and good luck. Scheiße, mit dem ersten Schlag. Thank you.
bisschen zu dritt in der Kurve hier. Pete, bist du der Rote eigentlich? Nee, ich bin der Silberne. Der Silberfisch. Du bist neben mir. Ach du Kacke. Ich dachte der Rote. Ich hab... Okay. Der war knapp. Also das war... Boah, der Rote ist mir voll hinten reingefahren. CPU, ne? Ja. Du bist... Hast du zu viel gebremst für ihn? Wo hast du denn gebremst? Ich weiß nicht. Ich habe 150 Vollbremsung gemacht. Aber geht, du bist ja noch hinter uns. Schade, dass wir nicht in die Boxen so einen Scheiß müssen. War ich immer so bei Formel 1. Wenn es doch noch ein bisschen taktischer ist. Also wenn du schneller bist und gute Zeiten fährst, kann ich dich vorbeilassen. Ich sag Bescheid, wenn... Moment. Ja. Dauert's noch. Noch ist der anderen Sichtweite. Ja, ich sehe ihn auch noch. Perfekt. Wie geil. Einfach ein gemeinsamer Gegner. Ja. Echt. Oh, jetzt bin ich direkt vor ihm. Hinter ihm, meine ich. Weiße Kies. Fuck, du auch. Same. Fuck. Das war jetzt wieder Brainlag hier. Ja. Kriegen wir hin, macht schon. Dann auf Ausdauer arbeiten. Jo, mach mal. Ich mach jetzt hier dritten zur Sicherheit. Kein Bock, irgendeinen Scheiß zu machen. Schon 4,5 vorne, wegen unserer Kies-Aktion. Das versuche ich ja. Der muss ja nur einen Fehler machen. 6,2. Muss er nicht. Er kann auch 10 machen. Ich habe schon 3 gemacht. Alles gut. So schlimm, haben wir einen neuen Olli, passt doch. Oh Gott, wenn er ihn hat, doch Olli. Ja, ist gut, Olli dann, wäre, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne. Ja, klar. Du wärst schon im Ziel. Ja, aber ohne große Fehler fährt der entspannt vorne. Das ist erst die dritte Runde.
Achso, ich kann ihn nicht mehr hochschalten. Das ist permanent hochschalten. Ich sehe 6 und denke mir, okay, geht noch. In echt oder im Spiel? Im echt. Kannst du mir auf der Windschutzscheibe rum. Verdammt. Da braucht man Virtuality, da geht das nicht. Ja, der gewinnt fast eine Runde. Pro Sekunde pro Runde. Genau, wo du meinst, machst Fenster auf. Also Monitor aus, sagst du? Ja. Gib den Bildschirm zur Seite. Genau, alte 4 geht ja leider nicht irgendwie. Ach, schon Vorsprung. Ich hab keine Chance, Mann. Nee. (lacht) 10,6. Wie kann der auf einmal eine ganze Sekunde wieder mehr haben? Lol. Okay, das ist krass. Holst du eigentlich nicht auf mich auf? Ich doch. Ja, aber schneller! Ja. Hier liegt die Hoffnung. Jeder wie er mag. Ah. Jeder wie er kann. Vorsprung auf die beste Runde. Und was? Also ich habe 0,8 Vorsprung auf die beste Runde. Der hat gut trotzdem schneller fahren jetzt. Ist nicht das seine ist deine. Runde. Deine Zeit. Sicher? Ja. Ne, oben ist die schnellste. Meine ist die beste. Achso, ich habe oben schnellste. Ja genau, das ist die schnellste Art vom ganzen Rennen, oder nicht? Minus 1,1 bin ich jetzt schneller gefahren. Trotzdem hat er eine Sekunde gut gemacht.
Sekunde langsam auf die schnellste Runde. Das ist ja auf und ab, sage ich dir. Ja, trotzdem glaube ich, haben wir uns generell so ein bisschen verbessert auf alles. Da machen wir noch viel Blödsinn, aber... Ich mach Minus die ganze Zeit. Ich mach jetzt auch wieder minus 1,2. Ich hatte vorher plus 1,1. Also. Andersrum. Das ist bestimmt Profi, hat uns verarscht, sag ich dir. Ja. Aber macht ja eigentlich nichts, wir fahren ja unser Rennen. Das ist ja wurscht. Ja gut, aber wenn ich sehe, dass ich trotzdem auf meine eigene Runde wieder so viel verliere, verarschen wir uns selbst. Ja, im Prinzip schon. Ist so. Wenn ich die eine Runde so fahre und die andere auf einmal 1,5 schlechter, dann klar, wenn der konstant fährt, dann gewinnt er ja die Zeit. Ja. Ja, mit etwas Glück kommen wir aufs Treppchen. Mal schauen, was noch so passiert. Naja, technischer Defekt ist ja ausgeschlossen. Naja, wir sind halt der technische Defekt dann. Ja. Wir sind nicht ausgeschlossen, leider. Ja. Menschlicher Defekt. Ja. Also trotzdem, sage ich mal, geil. Muss dich einfach an ganz, ganz viele Begebenheiten gewöhnen, bis man dann einfach nur es macht. Aber nur so. Aber glaub, so weit werde ich nie kommen. Was bei mir oft immer so ist, ich erwarte immer so ähnlich gut zu sein, wie mit den Leuten, die das halt immer machen. Das ist halt, da stoße ich halt immer an Grenzen, weißt du? Ja, du darfst nicht mehr erwarten, dass du so gut bist wie am Tag dazu, zuvor, also. Aber man misst sich ja nur mit solchen fast, weißt du? Sniping hier, weißt du? Da gibt's diesen schönen Spruch, bist du der Klügste im Raum, bist du im falschen Raum. Ja, weil du musst immer bei den... Oh, du lernst nur von den Besseren.
Und ich hab den Satz nicht. Oh nein, scheiße, ich darf nicht denken. Okay, ich hab. Ja, vorbei. Ja. Ja, ich bin aufs Gras gekommen. Ich dümpel dir hinterher, ich hol dich nicht mehr ein. Ich habe jetzt nur gerade, weil ich gerade denken wollte, was ich noch sage, habe ich verpeilt in die Kurve. Ja, Gax, hör mal, das mit dem Denken lassen wir sowieso mal sein, ne? Deswegen, weil hat einen Schlaganfall gerade. Also generell mal sein, was mit dem Denken. Ja. Was mich ein bisschen nervt, gerade meine ich hatte bis jetzt immer so im unteren Hals die Entzündung, hat ein bisschen wehgetan beim Husten, beim Niesen und sowas. Und jetzt ist es oben, direkt die Mandeln angegriffen. Das tut noch anders weh. Muss ich schon wieder zum Arzt, Mann, am Montag. So keine Lust. Ich habe so keine Lust, immer dahin zu dümpeln. Und sagen, alles, was sie machen, bringt halt nichts. Was? Letzte Runde. Zum Glück. Bin fertig. Bin fertig mit der Welt. Ja. Noch dritter werden, okay? Du hast noch 25 Sekunden Vorsprung, was die CPU angeht. Möchte ich am Treppchen voll spritzen? Ja. Yes. Da habe ich Bock drauf. Dann abgeschlossen. Auslaufrunde. Aktiv. Eine Scheiße, wir brauchten sowas eigentlich. So viel reicht ich da durch. So. Ja, geil, bin übernommen. Wiederholung speichern, das können wir uns dann ansehen hier. Cool. Der ist 1,39,2, wir sind 1,40,49,8. Mhm. Oh, ich war schneller als du. Ja, klar. Ich hab nichts Schönes gemacht. Ja, ich hatte einmal ein. See you on the track. Ich würde gerne mal eine Pause machen. Achso, ich wollte gerade sagen, eins können wir noch machen, dann geht es sich zeitlich aus. Ja, dann lass aufhören. Also. Mhm. Mein ganz aufhören, Hintern klebt. Okay. Ja. Aber Späßchen hat's gemacht. Da muss ich noch eine Stunde warten. Verdammt. Worauf? Naja, mit Qualifying. Das fängt ja direkt in der Stunde an und ich dachte, ich kann dann sofort von dem ins andere gehen, dass ich ja keine Pause habe. Ja, dafür hast du auch Diablo. Zack, einmal rein hier. Kurz ich geh doch nicht wieder in die Diablo rein. Ich habe jetzt 8,5 Stunden gespielt. Ich spiele jetzt 4 Wochen jetzt nicht mehr in den Dreck. Ein bisschen reinbuttern. Das spiele ich nicht. Da, aber da weißt du beim nächsten Mal Bescheid. Erstmal Kennwort, die Lobby umbenennen und kann man da ein zusätzlicher Fahrer. Da keine Settings speichern. Ja, es ist. Ich weiß nicht. Was sagt der Olli Fett iRacing, ne? Ja. Abgehoben. Ja, genau.
Jetzt. Warum müsste man als erste Strecke automatisch Brasilien hier verstehen? Nicht? Ist die erste im Alphabet? Wenn du nach Land sortierst? Ja, aber alles andere ist halt so wie es vorher war. Auto, alles. Oder Lobbyname, Lobby. Hier, maximal Anzahl menschlicher Gegner. 2. Naja, was? Sie Gegner. Male. Ach so, Gegner. Okay, ich verstehe. Gegner. Ja. Ich mach mal 1. Mach die Lobby auf Lobby. Einfach privat, ist ja wurscht. Nur Freunde, Mann, nur Freunde, passt ja. Warten auf Rennbereiteingabe, Übertragung aus, Privatsphäre, nur Freunde, okay. So, und jetzt theoretisch, bist du noch im Spiel oder bist du schon raus? Nee, ich bin schon raus. Okay. Aber wir können, genau, Fahrer 1 von 2. Naja, steht ja auch da, richtig, sehr gut. Ja. Ich dachte vielleicht, wenn wir einfach so im Cruise, im Kreis irgendwas fahren, noch ein paar Minuten, so nach. Oh. 10 Minuten Pause, nee. Reicht hier? Oder gar nicht mehr? Nee, gar nicht mehr. Ich bin froh, dass meine Birne heute gut ist und mhm. Vielleicht ja später nochmal, wenn du nicht schlafen kannst, oder? Ja, dann kann ich aber auch nicht fahren. Wenn ich nicht schlafen kann. Ich werde jetzt, so gegen 4 werde ich dann essen. Oder kurz vor 4. Hau mir dann meine 11 Medizindinger rein. Und warte. 12 bis 14 Stunden, dass ich mich bewegen darf wieder. Mhm. Ja. Ja, nett war's. Ja, war geil. Oh. Aber du kannst mal noch in die Patch Notes reingucken. Hier, 4. Juni. Und dann ist da Mars Physics. Was? Extensive Tire and Suspension Aero Revisions for F Classic. FV12, FV10 G1, McLaren, FV10 G2. Ist das alles Formel 1 oder was? Mhm. Ja. Revised Flexible Axles. Also das kann ich mal probieren. Boah, ganz viele Physics-Veränderungen. Krass, die machen schon noch was. Grad ja, mal ich so auch nicht gedacht. Gerade mal so in Formel 1 einsteigen. Einfach so ein Spaß. Welches ist denn das modernste, das neueste? Das F22, oder? Weiß ich nicht. Ich hab jetzt Spielzeit 15 Stunden. Boah. 15,6 Stunden. Such die. Ja, du doch auch. Nee. Und die Hälfte davon ist warten in der Lobby, dass du den Host eingestellt hast. Hast du wenig bloß? Ich dachte mehr. Ich dachte 90%. Mach mal kurz, dass immer so lange braucht, da reinzuladen. Ne? Ja, so. Werbung. So, ich mach mal kurz Zeit fahren. Strecke kann ich ja lassen. Fahrzeug. Wie ist denn das jetzt hier? Club, Straße, historische Formelwagen. Okay. Was soll jetzt das Neueste sein? Das Krasseste, das Formel Ultimate oder was? Das ist 2000. Das ist aber steht oben. Da steht 2019 aber. Ja, es kann sein, dass du die auch gar nicht fahren kannst, weil das ja die Zusatzpacks sind, die du nur im Multiplayer spielen kannst, ne? War doch irgendwie sowas. War doch bei dem Spiel, ne? Stimmt, dann gucke ich mal. Das ist frech. Neu erstellen. Wagen. Formelwagen. Ultimate. Da ist ja nochmal Ultimate. Hier. Hier, das ist das. Glaube ich, oder? Warte mal. Formula V10. Formula Ultimate. Steht da 2019. Und Formula Ultimate Gen 2. Ja, aber. Nee, das sind ja auch die Radkappen sind ja nicht da. So ein bisschen. Wie in der Formel 1. Ja. Da hat wohl wer anders die Lizenzen gekauft, ne?
Ja, Codemasters hat es mit EA doch sowieso. Ja, siehst du. Aber steht auch kein Jahr nichts dabei. V6, RWD. Formel Ultimate. Wie heißt das? Formel Ultimate irgendwas. Gen 2. Formula V10 Gen 2. Das muss schon das sein. Ich weiß nicht. Es gibt halt nichts anderes, was so nah rankommt eigentlich. Was sind wir jetzt gefahren hier? Monster sind wir gefahren. Fahre ich das mal. Probier ich das mal. Was sag ich mit Race Room? Das ist veraltet, ne? Du meinst R3E, da musst du auch payen pro Strecke und so ein Scheiß. Race from Race Experience musst du auch zahlen. Schau mal, ich habe hier kein Monster. Montreal? Ja. Wie bin ich denn vorhin auf Monster gekommen? Ist der Multiplayer-Modus? Ja klar. Extra. Extra Multiplayer. Achso, warte mal, ich gehe mal tiefer in den Ding rein. Ich mache mal die Lobby auf. Warte, speichern. Nee, du musst erst die Strecke auswählen und dann kannst du, oder? Nee, ich kann auch die Strecke hier ändern. Hier, da. Jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Krass. Jetzt ist sie da. Lol. Ja. Okay. Was mit dem Auto jetzt? Formel V12. Nee, das ist ja nicht. Die V12. Mehr. Ultimate. Ne, das muss schon das sein. Gen 2. Das ist das Einzige, was sein kann. Theoretisch. 8 Gang, 795. V6. Das müsste schon sein. Okay, ich mal kurz. Sekunde. Oh, starten. Mal schauen. Aber bei der Formel 1 kommt es so brutal auf das Setup an, du. Glaubst du gar nicht. Ja. Boxenlimit 100. Ja, das geht ja noch. Die fahren noch 150 Runden Indycar. Schaffen die das noch bis um 16 oder was? Ja gut, die fahren ja im Kreis. Ach, das ist nicht leicht, das ist Zusammenfassung, ich dachte schon. Dir fehlt ein DLC, welcher für dieses Season erforderlich ist. Verlasse Season. Mhm. Ja. Ja, das sind die Autos. Lol, das sind die. Ich sehe seine Radkappen, das sind die. Ja. Das sind sie echt? Ja! Ja, Schweine! Was ist denn der DLC? Krass. Was ich mal unbedingt irgendwann fahren möchte, in diesem ganzen Trudel, was wir hier machen, iRacing, den W12. Den echten, also da, wo auch Mercedes mitgefahren ist, mitentwickelt hat, den iRacing. Den Mercedes von 2021. Da haben die mitentwickelt. Und es ist so realistisch, das hat mir Olli gezeigt, es ist so heftig. Das wäre halt Endgegner. Aber da muss man halt payen, leider. Weißt du? Ja. Da musst du halt wirklich payen. Boah, kompletter Crash, ja. Und da musst du halt nicht nur, musst du Auto, also erstmal Abo, Auto, Strecken hätte ich ja, also Abo und Auto, also ich glaube, ohne 30 Euro kannst du halt nicht starten. Und dann ist es halt nur für einen Monat. Wenn man so sporadisch mal fährt, ist das auch kacke. Lea erzählt, dass ich das erst so nach einem Jahr oder so irgendwann... Ja, wenn du halt deine Dinger fährst, dass du es dann zurückkriegst. Oder dass du weniger zahlst oder wie auch immer. Ja. Ja. Braucht man dann einen extra DLC nur für Formel 1? Wie ist denn das? Nee, oder? Ja, ich guck gerade jetzt hier. Warte mal, wo ist denn gestartet? Automobilista. Shopseite. Kaufen. Wann? Boah. Okay, boah. Da ist das Spiel auch mit drin. So. Hier Automobilista Ultimate Plus
Edition gibt's ja hier. Tja, der Season Pass, ne? 90 Euro. Boah. Alter, wie krass. Premium Track Pack, USA. Premium Expansion Pack, 60 Euro. Nee, ist auch nirgendwo eingetragen, irgendwie zum Nachfragen oder so. Ist nicht im. Ist da nicht angemeldet. Schade. 90 Euro von 20 bis 20. Ist da alles drin oder was? Die Stärken fehlen ja auch noch. Ja, also Premium Expansion Pack, 60 Euro. Alle Erweiterungen und DLC mit Ausnahme der 5 Premium DLC Streckenpakete. Denke ich mir. Und wollt ihr kein Interesse an den Streckenpaketen oder die Strecken schon via Premium Track Pack erworben haben? Das Erwerben dieses Pakets und des Premium Track Packs vergleichbar mit dem Besitzer. Krass, Alter. Krass. Das ist anders wild. Das ist schade. Ich dachte, da wäre alles drin, sonst. Ja, aber du weißt doch, heutzutage geht's nicht anders. Ja. Naja, ich bin mal raus. Ja, ja, vielen Dank fürs Fahren, war geil, wie immer. So richtig schön spontan. Ja, ich danke. Ich habe jetzt. Schaffen wir es ja morgen. 13,6 Stunden. Naja, Rennen ist morgen um 13 Uhr. Start bis 15 Uhr. Danach halt dann. Ja. Nachdem bin ich ja schon bestimmt lange wach. Mag nichts versprechen, aber schauen wir mal. Vielleicht ja, ich sag dir ja. Nur, wenn es halt möglich ist. Oder davor halt. Also davor geht's halt auch. Geht auch in der Früh um 8. Nö, da schlafe ich noch. Dann stehst du gefälligst auf. Ja, stell mir den Wecker. Genau. Gut. Okay. Also dann. Bis gleich. Bis später. Ich schau zwischendurch bestimmt noch mal rein. Das will ich ja hoffen. Was soll das? Ja, mal schauen. Später bestimmt auf jeden Fall. Bestimmt auf jeden Fall vielleicht. Mal gucken. Alles klar. Bis gleich. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö. So. 8,5 Stunden Diablo. Und jetzt 2 Stunden 31 haben wir hier Aufnahme, okay? Cool. Muss mich gleich mal um meinen Mann kümmern. Kurz AFK dann. So. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Automobilista 2. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schnabonieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow, sagt Hallo. Das kostet euch alles gar nichts und mir hilft es irgendwann beim Wachstum. Also, Automobilista Ende. Servus.